Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 9.04.2021 und der Donnerstag war dann doch bei den gesetzten Erwartungen, ja, langweilig, träge, wie soll man es anders beschreiben? Wir haben zwei Szenarien durchgesprochen, wo ich gesagt habe, die könnte ich mir vorstellen. Das eine war ein schöner grüner Stundenschluss. Über der 15.230 hat man gesagt, ne, wenn sowas kommt, wenn er hier schön hochdrückt, wenn eine schöne grüne Kerze einfach oben rausstellen kann, dass er dann durchaus Eskalationspotenzial oben raus hat, locker bis in den Bereich 270, 350, das kam nicht. Das andere Szenario war fast genau das, was wir jetzt hier eigentlich dann auch gesehen haben, nämlich dass er zum Start eben direkt wieder den Anstieg auskontert, ne, weil wir haben gesagt, der hat jetzt jedes Mal die grünen Kerzen hier ausgekontert, immer wieder jetzt die letzten 2 Tage. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass er zum Donnerstag, vielleicht auch aus dem leichten Aufwärtsgap heraus, dann eben direkt diese 2 Kerzen wieder auskontert, rote Kerzen daneben stellt und das rausnimmt. Das hat er getan, auch wenn er deutlich höher reingekommen ist, als ich das erwartet habe. Hat aber direkt eigentlich nach unten getrieben halt. Ne? Der hat gar nicht großartig nach oben angezogen. Der hat eigentlich direkt nach unten durchgetrieben und das gemacht. In dem Fall sollte er eben hier nochmal drunter stechen. Gegebenenfalls im Bereich um 1,70 nochmal. Oder aber dann sogar schon bis runter an die 15.115, 15.100. Wir hatten, glaube ich, auch eine 15.150. Wobei bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob wir das im Video besprochen hatten. Auf jeden Fall hat man die in den Mails mit drin, für die, die die E-Mail-Updates noch bekommen. Aber ich glaube, also wir haben die bestimmt auch in der Analyse besprochen. Ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Auf jeden Fall hat er unten halt wirklich nur Mindestmaß gemacht halt. Ne? Also das, da hätte er ein bisschen mehr bringen können. Das wäre auch schön gewesen. Hätte hier ein bisschen mehr Drall auch reingebracht in die Kiste. So hat ihm oben raus natürlich dann auch natürlich die Kraft gefehlt, weil er unten nicht genug überrumpelt bekommen hat. Wenn man das jetzt so beobachten, wie er sich zurückgezogen hat, ist das schon eher flach im Gegensatz zu dem, wie er runtergekommen ist. Hat sich unter dem mittleren Bollinger Band eigentlich gehalten jetzt hier, flach sogar ab. Das sieht für mich fast so ein bisschen danach aus, wie als würde er zum Freitag nochmal reinkippen. Und ich glaube auch, dass das dann schon fast der letzte Versuch werden könnte, gelingt der nicht. Und unser DAX dreht sich relativ früh, vielleicht so aus dem Bereich um 15.140, 15.155, dann wieder nach oben. Dann wird er auch bis Tagesende durchsteigen. Das glaube ich schon. Ja, also, wenn er hier jetzt früh das probiert und er packt es wieder nicht, die Träne wieder nach oben um, dann klettert er bestimmt bis zum Tagesende hoch und setzt hier noch einen drauf auf 260, 280, 290, keine Ahnung, über 300. Das wäre dann vollkommen egal. Kann er sich schön bis zum Abend oben raustreiben lassen, schön Stärke zeigen, um einfach das Gleiche wie letztes Wochenende nochmal zu probieren. Ne? Erinnert euch dran, das war der letzte Freitag gewesen hier. Es war der letzte, ah nee, es war nicht der letzte Freitag, es war der letzte Handelstag der letzten Woche. Es war damals ein Donnerstag letzte Woche. Von daher könnte ich mir Ähnliches vorstellen, dass er dann halt einfach in dem Moment, wenn er Freitagvormittag hier wieder scheitert, dann hier oben einfach bis zum Abend durchsteigt. Ne? Ansonsten ist jetzt alles, was hier drüber geht, ne, über 250 ist so im Grunde genommen ein kleiner Long-Trigger, ja, sodass man sagen könnte, alles, was über 250, 270 hier geht, bekommt dann einfach Chance Richtung 350. Können wir mal hier so einen falschen einfach mitnehmen. Den können wir jetzt hier dran setzen und können sagen, okay, wenn es ihm gelingt, da drüber zu stoßen, dann sind hier weiter hochs möglich. 3,50 wäre Station 1. Ist er richtig gut drauf, macht er dann auch 4,15 und 4,65 noch weiter. So, sollte aber durchgehen, durchfallen und eben nicht oben weiter glänzen, nicht über der 2,30 mal ein paar Stunden Kerze reinsetzen, sondern weiter darunter treiben und hier nochmal abdrehen, hat er das Potenzial durchaus natürlich durchzufallen. Ja. Vielleicht sogar, wenn er es Vormittag oben rausprobiert und abgestraft wird, dann hätte es viel leichter unten raus. Ja, und ansonsten wird das eine ganz schön mühselige Qual und dann muss es halt stehen halt. Ne? Also versuchen und wieder auskontern, das verträgt er, glaube ich, nicht nochmal. Dann ziehen sie ihn oben lang halt, ne? Dann ziehen sie ihn die Ohren lang. Ne? Aber wenn er sich jetzt hier mal schön runter etabliert bekommt, dann wäre die 1,15 halt noch dran, die 100, das ist dann halt auch wieder erstmal eine Unterstützung. Die letzten Tiefs sieht man jetzt hier, jedes tiefere Tief wurde bisher immer wieder sichtlich gekauft, könne dann auch schon wieder anziehen, da sollte man ein bisschen hingucken und wenn dann da eine grüne Stundenkerze kommt, dann ist das halt auch schon wieder ein Go nach oben halt einfach, ne? Ob man das will oder nicht. Das heißt, man muss dann da schon, man muss wirklich anfangen, Stress aufzubauen, man muss Druck reinbringen.
Und da darf er auch nicht lange fackeln. Ich glaube, der muss dann hier wirklich eine rote Stundenkerze nach der anderen nach unten runterpressen, um dann auch mal sowas zu erreichen wie eine 15.30, 15.000 wieder halt. Ne? So, dann kann er hier unten, kann er dann wieder schön Akkumulation betreiben hier, die Leute ein bisschen reinsuchen, reinlaufen lassen. Das wäre schon okay. Das könnte ich mir jetzt einfach gut noch vorstellen, weil wir haben aktuell eine rote Wochenkerze halt. Ne? Wir sind am ersten Handelstag der Woche hier recht hoch reingekommen, um die 260. Aktuell liegen wir tiefer. Und das ist am Donnerstag. Das haben wir schon einige Wochen so nicht mehr gehabt. Ne? Dass der DAX zu dem Zeitpunkt noch im Wochenminus liegt. Und deswegen könnte ich mir es gut vorstellen, dass wir am Freitag jetzt nochmal anspielen auf der Unterseite. Aber man muss halt auch sagen, so richtig, bis jetzt wird da einfach hier das neue Tief gekauft halt, ne? Das ist wie typisch Flagge, das ist letztendlich das gleiche Muster wie hier, es ist das gleiche Muster wie hier unten in groß, erinnert ihr euch auch drauf, wurden auch die Tiefs immer wieder gekauft, immer wieder neue Tiefs hochgekauft, auch hier immer wieder die tieferen Tiefs gekauft, hier immer wieder die tieferen Tiefs gekauft. Und hier fängt er jetzt schon wieder ähnliches Muster an halt. Ne? Das heißt, wenn er dann unten halt wieder auftritt, im Zweifel halt einfach long probieren halt. Ne? Es ist, nützt er nichts, nützt er dann nichts. Auch wenn ich ihm die Chancen durchaus zuspreche, aus Tagessicht, da ein ganzes Stück eben weiterzukommen, aber dann muss es sich ein bisschen mehr Mühe geben einfach. Und dann muss er auch Tempo reinbringen langsam, sonst wird das immer unwahrscheinlicher dann einfach. Ne? Gut, von daher, mehr kann ich nicht sagen. Das hat sich ja nicht so viel verändert jetzt auch halt. Ne? Zum Donnerstag die großen Ausschläge ausgeblieben, ist eher ja, ein bisschen enttäuscht, der Handel. Ne? Oben nicht geliefert, unten nicht geliefert. Dann irgendwie sich wieder in die Mitte zurückgeschoben, da wo er die ganzen Tage schon geschlossen hat. Tageskerze dürfte wieder ein Doji sein. Nee, ist es nicht. Wir sind ja hoch reingekommen, also es ist eine rote Tageskerze. Rote Tageskerze, Doji, rote Tageskerze. Naja, es ist, hat schon noch ein kleines Fenster nach unten offen, aber muss halt auch fallen. Ne? Es ist, nützt alles nichts. Wenn dann wieder das neue Tief nur hochgekauft wird, dann geht zum Montag die nächste Rakete oben raus. Das ist einfach so. Na. Gut, also gucken wir uns mal an. Bereich hier, das ist ganz wichtig jetzt, hier sollte am besten, wenn er tief will, darf er hier eigentlich nicht hochgekauft werden, ne, in dem Bereich 15.100 bis, ich sag mal, 15.140, wird er das hochgekauft, kommen da grüne Stundenkerzen rein, naja, dann Long rein, Stop Loss drunter und halt probieren halt, ne, wenn er dann doch unten rausgeht, kann man sich immer nochmal wieder Short suchen, aber es ist dann halt schon wieder eine Vorlage nach oben, das ist einfach so. Gut, kann ich euch noch irgendwas mitgeben? Naja, schönes Wochenende kann ich euch wünschen. Und dann sind wir durch hier. Ja, ich wünsche euch Spaß. Wir hören uns dann Sonntagabend wieder. Bis dahin, tschüss.